Wir haben das Jahr 1945 und befinden uns in den Wäldern nahe der deutsch-belgischen Grenze. Die alliierten Streitkräfte sind bis hierhin vorgedrungen. Die Wehrmacht mobilisiert ihre letzten Kräfte, um die heranrückenden feindlichen Truppen aufzuhalten. Jeder Mann, der auch nur ein Gewehr halten kann, wird an die Front geschickt. Auch junge Männer, die fast noch Kinder sind, werden eingezogen. Dies ist die Geschichte einer der jungen Soldaten, der wie viele zu dieser Zeit unausgebildet und kampfunerprobt an die Front geschickt wird. Sein Name ist Fritz Brenner. Mein Gott, hat das lange gedauert? Es ging nicht schneller. Und? Was sagt der Hauptmann? Wie sieht es mit Nachschub aus? Bis ich dem Feldwebel die Munition abgeschwatzt habe, hat es eine Ewigkeit gedauert. Ich habe nur 2 Kästen bekommen. Aber ich habe uns Verpflegung mitgebracht. Und wer ist der da? Er? Ihn hat mir der Hauptmann als Verstärkung mitgegeben. Wieder nur Kanonenfutter. Scheiße, wenn das so weitergeht, können wir einpacken. Ufts, ich habe uns Verpflegung und Munition mitgebracht. Mehr habe ich leider nicht bekommen. Der Soldat hier heißt Brenner. Er soll uns unterstützen. Gib Martin seine Munition und dann verteil Essen an die Kameraden. Die sind am Verhungern. Geh sorgsam damit um. Das ist alles, was wir noch haben. Hunger, kein Schlaf und diese verfluchte Kälte. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ruh dich aus. Er benimmt für dich die Wache. Was soll der Bockmist? Statt einer wirklichen Verstärkung schicken die uns dieses Kind. Da kommt nichts mehr nach. Verstehst du? Nur noch Kinder. Wie konnte es nur so kommen? Wir sind am Arsch.
müssen die Front genau im Auge behalten. Alle mal runter! Scheiße, die kommen. Fertig machen zum Gefecht. Feuer! Komm da raus und schieß! Puh, verdammt nochmal, was ich gesagt habe! You check if anybody survived. And you get me some cigarettes.
What's the matter? Hurry up, we don't have all day. Nothing! I'm coming! You check if anybody survived. And you get me some cigarettes, all right? Mal guckst du mal in meine Richtung? Huh? Sieht aus. Okay, action. You check if anybody survived. And you get me some cigarettes. Hast du in die Kamera geguckt, du? Nein, das Doofe ist, es sieht aus, als wenn du mit mir redest, weißt du, weil ich bin schon so dicht, ich hätte weiter weg sein müssen. Okay, dann bleib. Mach mal Cut. Nee, warum? Ach so. Bumm. Was soll der Bockmist? Statt einer wirklichen Verstärkung schicken die uns dieses Kind. Da kommt nichts mehr nach. Verstehst du? Nur noch Kinder. Wie konnte es nur so kommen? Wir sind am Arsch. Oh, oh.